Hallo Freunde, heute werden wir uns an ein neues Projekt begeben in Oscar. Wirklich, wirklich viele Leute, die ich persönlich getroffen habe, haben gefragt, was kommt denn als nächstes, was kannst du dir vorstellen? Und man kann ja eigentlich sagen, ja, Oscar ist innerlich einfach fertig, so als Camper. Aber für mich ist es einfach so, seitdem ich die Küche hier gebaut habe, die einfach wirklich, wirklich gut geworden ist, meiner Meinung nach. Es hat alles perfekt gepasst, so wie ich es auch geplant habe. Möchte ich das Ganze jetzt weiter so umsetzen. Und zwar soll es heute um den Heckschrank hier hinten gehen. Die Funktion und wie er aufgebaut ist, ist alles wunderbar. Das Problem sind so Kleinigkeiten wie hier an der Seite, die Spaltmaße. Dann ist es nicht auf einer Höhe mit der Küche. Dann sieht man sehr viele Schrauben. Dann kommt dazu, dass meine neue Küchenkonstruktion es nicht zulässt, wenn ich sie nach oben gefahren habe, dass ich diese Tür hier aufbekomme. Und all das gefällt mir einfach nicht mehr. Die Küche hat mich überzeugt, dass ich einfach mal ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, was ich mache. Dadurch habe ich meinen Heckschrank jetzt auch komplett durchgeplant und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video, denn ich glaube, wenn es so wird, wie ich es geplant habe, wird es ein richtig geiler Heckschrank mit ein, zwei Kniffen dabei, was auch hoffentlich richtig geil aussieht. Also viel Spaß jetzt. So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription. Und das ganze Projekt mache ich in meiner halbfertigen Werkstatt fertig. Weil ich denke, hier kann man das Projekt schon mal ganz gut ansetzen. Und warum die Werkstatt noch nicht fertig ist, weil ich diesen Schrank zum nächsten Van-Treffen fertig haben möchte und das ist schon sehr bald. So, wenn man das Ganze ein bisschen plant, ist das auch zügig fertig. Der Korpus an sich ist fertig. Natürlich muss der jetzt noch angepasst werden. Dafür muss die Küche jetzt erstmal raus. Und dann kommen noch ein paar Specials, die ich mir dann noch einfallen lassen habe. Und das gucken wir uns jetzt an. Nochmal, das ist das Geile an der Modularität. Man kann schön alles für sich rausnehmen. Und so wollte ich es auch machen. Ich glaube, man konnte es ganz gut erkennen. Erst wollte ich das Prinzip von Mattes nachmachen mit dem Rollo, aber da habe ich gedacht, ja komm, lass dir mal selber was einfallen. Und jetzt habe ich mir auf den Seiten links und rechts Nuten gefräst, 7 mm und habe 6 mm Pappelholz und kann jetzt halt dementsprechend die Schiebetür einfach nach oben und nach unten sliden. Und ja, ich glaube, das ist eine ziemlich nice Idee. Das Ganze sehen wir dann natürlich im eingebauten Zustand und dann zeige ich euch auch nochmal den Sinn dahinter. Ja, das Grundgerüst ist fertig. Ich bin wirklich mega, mega zufrieden. Jetzt haben wir hier oben noch einen kleinen Eingriff. Das werdet ihr später noch sehen, wofür das ist. Und wir müssen natürlich jetzt hier einen Eingriff machen, damit wir hier unten rankommen, weil wir kommen weder von innen daran, noch von hier, weil hier natürlich die Küche im Weg ist. Des Weiteren möchte ich genauso wie vorher auch hier meine kleinen Armaturen hinhaben mit der 12-Volt-Steckdose und meinem Votronic-Panel. Diesmal schaffen wir es vielleicht auch gerade.
Und den Ausströmer der Standheizung müssen wir auch hier einfügen. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt habe ich in kleinster Frickelarbeit hier oben nochmal eine kleine Schicht rausgefräst, damit ich diesen Rahmen hier nicht mehr brauche und meine Anzeigen wirklich hier im Holz versenken kann. Ah, das sieht mega gut aus. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich diesen Schrank hier jetzt wieder geschraubt, nicht so wie meine Küche verdübelt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich den Schrank einfach wieder auseinandernehmen wollte, damit ich die ganzen Kanten fräsen konnte und mir einfach die Freiheit damit lassen konnte. Jetzt müssen aber natürlich die Löcher schön gemacht werden, clean gemacht werden. Dafür habe ich mir jetzt was bestellt. Wenn das was taugt, findet ihr das unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten taugt es nichts. Jetzt haben wir uns noch eine Kleinigkeit überlegt, und zwar, wenn jetzt hier zum Beispiel eine Dose drin steht und die flutscht nach hier vorne beim Förderfahrt, dann fällt die Tür halt genau da drauf. Das heißt, das müssen wir verhindern, damit sie auch seicht nach unten fallen kann. Das machen wir jetzt mal. Jetzt mit schönem frischen neuen Haarschnitt können wir auch beginnen, das gute Teil zu lackieren. Aber im Vorwege möchte ich hierfür noch einen kleinen Rahmen bauen. Warum? Mir ist der Ausschnitt einfach nicht so gut gelungen, wie ich es mir erhofft hätte. Und darum werden wir jetzt diese kleinen Leisten hier noch draußen rum anbringen. Was das kleine Feld hier überhaupt soll, das seht ihr auf jeden Fall am Ende des Videos. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Wir sind mit dem Gesamtkonzept schon sehr, sehr zufrieden. Das funktioniert alles wirklich hervorragend. Ich habe das schon mal eingeräumt, einfach zu schauen, wie es so aussieht. Aber eine Sache hat uns vorher ganz gewaltig gefehlt, und das zeige ich euch jetzt, was das ist. Falls ihr sowas oder sowas in die Richtung mal machen wollt, ich habe hier so kleine Mikroschalter bestellt bei Amazon, die verlinke ich euch mal unten. Das sind Wechsler, die könnt ihr also für verschiedenste Anwendungen benutzen, und ich finde es einfach eine witzige Idee. We'll be right back.
mit dem schönen Wetter kommen wir auch dem Ende nahe. Und zwar, der Schrank ist fertig. Er ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Fast sogar noch geiler, weil eben doch ein paar Sachen in der Praxis anders sind als am PC. Aber trotzdem hat mich die Planung definitiv weitergebracht. Es hat super viel Spaß gemacht, das Projekt im Vorwege zu planen. Und dass wieder so ein Endergebnis dabei rumkommt, ist echt mega, mega geil. Vor allem die kleinen Gimmicks, so wie mein altes Schild, was ich ja schon vorher hatte. Deswegen hat es auch kein Hochdach. Verlinke ich euch gerne mal hier oben das Video dazu. Und der kleine Mikroschalter, den ich hier oben eingebaut habe, damit ich, wenn ich die Tür aufmache, das Licht angeht. So eine Kleinigkeiten gefallen mir einfach mega gut, wenn es auch funktioniert. Ein kleiner Tipp noch nebenbei von mir. Falls ihr auch solche Nuten in Holz macht, geht da einmal mit ein bisschen Kerzenwachs drüber und ihr habt gleich ein viel leichteres Schieben als vorher. Ist echt ein super Tipp, kann ich nur empfehlen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Projekt genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Jetzt passt das hier hinten auch alles schön zusammen. Und nun hoffe ich einfach nur, dass es euch genauso gefallen hat wie mir. Zeigt mir das doch gerne unten in den Kommentaren und schreibt, was ihr von dem Projekt haltet. Und gebt gerne einen Daumen dafür nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ich freue mich jetzt schon auf den ersten richtigen Einsatz damit, und zwar das Van-Treffen in Grönwold. Ich hoffe, ich treffe da ein paar von euch. Falls ihr mehr zu dem Treffen erfahren wollt, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch einfach mal die Facebook-Gruppe. Da könnt ihr alles erfahren, was ihr darüber erfahren müsst. Und falls ihr dort seid und ein bisschen schnacken wollt, schnackt mich einfach an. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!